Im heutigen Video mache ich sehr leckeres Lammkotelett mit Grillgemüse. Wie ich das mache, ihr könnt in meinem Video sehen. Bitte nicht umschalten und bleiben Sie dran. Hallo, ich bin Waldi und bei uns ist wieder kalt, wieder Regen, wieder richtig kalt und nach dem Urlaub, also ich friere zu Hause, das ist nicht, also wie in Kroatien zum Beispiel, ins Nacht, also kannst rausgehen und das war 25, 26 Grad, Nachtstemperatur, war sehr, sehr warm und morgens früh sogar, wenn ich Brötchen geholt, das war richtig heiß draußen und ich habe in Kroatien auch also sehr oft, also dann Lammkotelett zum Beispiel bestellt und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und deswegen, also ich will das auch also heute zu Hause machen. Normalerweise Lammkotelett, also kann man also sowas wie Medium machen, also in 54 Grad, also Kerntemperatur. Ich habe in Kroatien zum Beispiel erstes Mal also dann Medium bekommen und hat mir nicht so besonders gut gefallen. Und nächstes Mal, also das habe ich also durchbestellt und das war für mich zum Beispiel oder für meinen Geschmack richtig perfekt. Obwohl Rind zum Beispiel mag ich im Medium-Zustand. Ich habe jetzt also meinen Grill angeschaltet und das wird also am direktes Feuer also gegrillt, ob Gemüse oder Lammkotelett. Und für heutigen Rezept brauche ich dann Lamm. Lammkotelett habe ich also im türkischen Geschäft gekauft. Das ist so circa 800 Gramm in eine Packung und war bei 15 Euro. Olivenöl, Knoblauch, so circa 3 Zehe Knoblauch, Saft von eine halbe Zitrone, Rosmarin und kann man auch also Thymian nehmen. Dann habe ich zuerst Knoblauch und Rosmarin richtig grob gehackt, alles zusammen. Und vom halbe Zitrone Saft ausgepresst. Alles zusammengemischt. Dann haben wir Olivenöl, das ist Jordan-Olivenöl. Und mit dieser Marinade, ich habe alle Lammkotelett von beiden Seiten richtig gut anmariniert oder mit Öl bestrichen. Und kann man also so circa für 2 Stunden marinieren lassen. Ich mache zum Beispiel im Kühlschrank über Nacht marinieren lassen. Ich habe jetzt meine Lammkotelette, also die waren also jetzt über Nacht also im Kühlschrank gewesen. Ich habe die nicht gesalzigt, deswegen also ich salze jetzt. Und wenn die gegrillt wird, also noch mache ich Pfeffer also ein bisschen obendrauf. Ich mache jetzt so ein bisschen grob salzen. Salzen mache ich von beiden Seiten. So, sieht richtig schön aus. Und mein Grill, der ist jetzt also schon bei 250 Grad. Ich mache noch zuerst Grillgemüse. Und ich habe zum Beispiel genommen rote Paprika, Aubergine, Zucchini. Und ich habe noch dazu also dann zum Beispiel Schafkäse genommen und grüne Peperoni. Das mische ich nachher alles zusammen und das wird also dann sehr gut schmecken. So, ich schneide jetzt alles also im Streifen. Und Aubergine mache ich in so einem Ringe schneiden. Dann mache ich das mit Olivenöl. Genau, jetzt lege ich das alles ins Grill rein. Ich
Ich habe jetzt Grill extra nicht zu heiß gemacht, obwohl bei mir jetzt also alle vier Brenner angeschaltet, vier Brenner, aber in der Hälfte. Temperatur so circa bei 200 Grad. Ich mag Gemüse also richtig also auf dem Gussplatte zu grillen, weil das sieht also ein bisschen für mich also zum Beispiel ein bisschen besonders aus. Obwohl das kann man auch also in die Pfanne, das kann man auch direkt auf dem Grillrost, das kann man auch also in Plansche zum Beispiel anbraten. Aber bei dem Gussplatte zum Beispiel, also da ist also mehrere Rillen und sieht Gemüse also dann nach meiner Meinung also ein bisschen besser aus also und bekommt auch also richtig gutes Rostaroma. So und in dieser Zeit also ich kann auch also dann Schafkäse auch also ein bisschen vorbereiten. Also das sieht man also zum Beispiel, also die sehen jetzt richtig, richtig perfekt von beiden Seiten. Wenn das nicht zu heiß wird, dann mische ich noch also mit Schafkäse und Peperoni. Kann man auch also Oliven noch dazu nehmen. So, und jetzt kommt unser Fleisch rein. Und bei Fleisch muss man aufpassen, also dass da zum Beispiel Knoblauch also nicht am Fleisch kleben bleibt. Weil das wird also dann bitteres Geschmack geben. Sieht jetzt richtig perfekt aus und jetzt kommt also alles im Grill. Und bei mir Temperatur so circa jetzt circa 220. Also die stehen alle Brenner auf mittlere Hitze, weil Grillrost ist jetzt richtig heiß. Und jetzt bei direkter Hitze kommt Lammkotelett also dann rein. 3-4 Minuten pro Seite, kommt drauf an, also wie dick die sind. Und ich will sowieso, dass meine Lammkotelett also dann durch wird und deswegen also ich lasse bestimmt also bei 4 Minuten. So, jetzt 4 Minuten. Jetzt 4 Minuten vorbei. Schauen wir mal. Das sieht sehr schön aus. So, mache ich zu. Noch 4 Minuten und fertig. So, jetzt noch 4 Minuten vorbei. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Das sieht also sehr, sehr gut aus. Ah, das sieht sehr gut aus. So, da muss man sehen, also wie das aussieht. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ein bisschen Pfeffer. Riecht sehr, sehr gut. Und Lamm normalerweise muss man immer heiß essen, nicht kalt. So, und jetzt also in meine Gemüse kommt also dann Schafskäse rein und grünes Peperoni. Noch ein bisschen Olivenöl. Dann mische ich das alles. Das sieht also richtig perfekt aus. Also auf jeden Fall, ich kann jetzt auch also probieren. Eine. Schmeckt sehr, sehr gut. Ich hoffe, mit meinem Video ich kann Ihnen behilflich sein. Danke fürs Anschauen. Tschüss und bis nächstes Mal.